Ciao, buongiorno ragazzi, come state? Ja, im letzten Video habe ich euch ja ein paar Wörter zum Thema Strand vorgestellt und mir haben jetzt noch einige geschrieben, was man eben noch für Gegenstände oder Sachen mit an den Strand nehmen könnte. Und ich werde euch da eine Liste zusammenstellen, sodass ihr mal wirklich so eine Liste habt mit Dingen, die ihr am Strand oder die zum Thema Strand eigentlich so ganz nützlich sind. Und das könnt ihr euch dann per PDF dann runterladen und das werde ich euch dann im Newsletter ankündigen, sobald die Liste fertig ist. So, und wenn wir schon mal beim Thema Strand sind, möchte ich euch heute in diesem Video zeigen, wie man sich liegen und einen Schirm ausleihen kann am Strand. Also wenn ihr in Italien im Urlaub seid und euch das Ganze zu heiß ist und ihr nicht am Strand liegen wollt, also auf dem Sand liegen wollt, auf dem heißen Sand, dann bietet sich natürlich an, dass man sich zwei Liegen ausleiht und einen Schirm. Und wie man das Ganze auf Italienisch ausdrücken kann, zeige ich euch jetzt in diesem Video. So, und zwar geht ihr einfach zu dem Stand hin, wo man sich die Liegen ausleihen kann und sagt: Vorrei noleggiare un ombrellone e due lettini, per favore. Also, ich würde gerne einen Schirm, einen Sonnenschirm und zwei Liegen ausleihen. Quanto costa l'affitto di un ombrellone e due lettini? Also wie viel kostet die Miete eines Sonnenschirms und zwei Liegen? Und dann könnt ihr auch noch fragen, ob man sich einen Schirm und zwei Liegen auch für die ganze Woche ausleihen kann. Und das geht folgendermaßen: Si possono prenotare un ombrellone e due lettini anche per una settimana? Und dann habt ihr mit diesen drei Sätzen im Prinzip alles, was ihr braucht, könnt ihr euch eben ausdrücken und sagen, was ihr wollt. Also ihr wollt gerne einen Sonnenschirm ausleihen und zwei Liegen. Dann könnt ihr fragen, was es kostet. Und ihr könnt auch fragen, ob man sich auch das Ganze für eine gesamte Woche ausleihen kann. Wenn ihr eine ganze Woche im Urlaub seid, oftmals gibt es dann eben auch einen günstigeren Preis, also einen günstigeren Preis für die gesamte Woche. Da gibt es auch eventuell irgendwelchen Discount. So, von dem her, mit diesen drei Sätzen habt ihr im Prinzip alles, was ihr braucht. Also nochmal zur Wiederholung: Vorrei noleggiare un ombrellone e due lettini, per favore. Quanto costa l'affitto di un ombrellone e due lettini? Quanto costa l'affitto di un ombrellone e due lettini? Si possono prenotare un ombrellone e due lettini anche per una settimana? Ja, also mit diesen drei Sätzen könnt ihr alles ausdrücken, was ihr benötigt. Wenn euch noch irgendwie was anderes einfällt, was ihr noch gerne in diesem Zusammenhang sagen würdet, oder wenn ihr euch noch irgendwelche anderen Sätze braucht oder euch andere Sätze einfallen, wie man das noch ausdrücken kann. Also wie gesagt, das sind nur Vorschläge von mir. Man hat natürlich da zig Möglichkeiten, sich die Sätze zu bilden. Und schreibt mir einfach in die Kommentare, wenn ihr noch irgendwie andere Ideen zu diesem Thema habt. Und dann, ja, geht's nächste Woche weiter. Ci vediamo alla prossima. Ciao ragazzi. Ciao ciao.